Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim und wir sind hier in Weißlauf und schauen uns ein wenig um. Die Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk. Und der quatscht ja also einiges, gell? Auf. Ihr seht krank steht aus. Auf, Kinder des es Kaiser geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie steht noch die Wort Zeit des kann ihn heilen. Der sowohl Mensch als auch getan. Gott ist. Was? Warum schaut ihr mich so an? Seid ihr immer betrunken? Komm her. Was nur mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Ich bring euch das Bier, alter Mann. Ich werde euch schlechte Gewohnheiten nicht unterstützen, ne? Gut. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Okay. Hier, nehmt ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Okay, Geschenk aus Nächstliebe hinzugefügt. Nicht schlecht, ja? Ja, aber sicher. Und als Mensch, da sagtet ihr, okay. Der quatscht da ohne Ende. Was ist denn da oben? Öffnen. Jorvaskr. Aha. Ja, können wir da einfach so rein? Okay. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Wir machen nur einen Rundumblick und dann geht's auf zum Jadl. Ne? Wir brauchen ja auch noch einen Heiltrank. Fangen die beiden schon wieder an? Ein Kampf. Was ist denn da jetzt? Sehr schön. Ja. Azura, verfluche euch! Auf was wartet ihr? Ja. Mehr habt ihr nicht drauf? Ich werde euch mit Freude töten. Das wird wunderbar. Dreckigen. Ja. Okay. Hilf mir, das Ruder herumzureißen. Als das Kaiser. Könnt ihr mir nicht einfach sagen, ob der Griff schlecht ist? Wenn Eolund ihn hergestellt hat, haltet ihr ihn falsch. Wir können uns morgen darum kümmern. Okay, wir werden mit dieser jungen Dame mal reden. Beeilt euch! Ja, hallo. Wollt ihr euch uns anschließen? Da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. Die kurze Antwort ist, wir kämpfen. Die lange Antwort ist, all diese jungen Hüpfer. Ihr verschwendet meine Zeit. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen? Damit ich keine dummen Fragen von Idioten beantworten muss. Aber das ist nicht der Grund. Wer hat hier das Sagen? Hier kommt man nicht einfach rein und spricht mit dem Boss. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wenn ihr euch in Verlegenheit bringen wollt, halte ich euch nicht auf. Kotlak ist der Herold. Er kommt hier einem Anführer am nächsten. Okay. Kotlak. Also gut. Mädel. Und du? Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Warum kommt ihr überhaupt nach Jorvaskr, ohne zu wissen, für was wir stehen? Das hier ist keine Spielerei. Wir sind der wahre Geist von Himmelsrand. Die Ehre liegt uns im Blut, der Tod in unseren Herzen. Wenn ihr eines von beiden sucht, seid ihr hier richtig. Okay, warum hast du dich angeschlossen? Reichtum und Ehre, Freund. Reichtum und Ehre. Ja, hast aber nicht gut ausgeschaut jetzt, bis jetzt, ha? Und wie gesagt... Schon bald werde ich es sein. Bis dahin kümmert sich der Zirkel um die täglichen Aufgaben und Kotlak berät ihn als Herold. Okay, also Kotlak passt ist... Passt auf euch auf. Danke, ja, werden wir machen. Und, da gibt's auch wieder Bücher. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Euch kenne ich noch nicht. Oder doch? Kennen wir uns?
Wir sind die verdammt besten Kämpfer in ganz Himmelsrand. Zumindest einige von uns. Und die gleichen Fragen immer wieder. Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen, also kämpfe ich. Okay, und das hatten wir ja schon. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss, alter Freund. Und da oben? Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Isgramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Mhm, und warum? Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Kotlak meint, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Wir nehmen nicht jeden Milchtrinker, der angestolpert kommt. Redet mit Kotlak, wenn ihr der Meinung seid, das Zeug zum Gefährten zu haben. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss Mädel. Wer fehlt uns da noch? Da kommen ein paar Jungs auf uns zu. Da hinten steht... Da sitzt ja noch einer. Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich. Er müsste... Ich glaube, ich muss noch etwas üben. Wir fragen das Die gleiche Gefährten durch. Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Kotlak entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Okidoki, ja? Ohne Wigner. Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Laut Wigner ist das eine Gruppe von Faulenzern und nichtsnutzigen Jammerlappen, die vergessen haben, wie man kämpft. Aber für ihn war früher sowieso alles besser. Ich würde jedem Gefährten mein Leben anvertrauen. Oh, ich bin selbst kein Gefährte. Ich helfe nur Wigner aus. Er hat mich aufgenommen, als ich Probleme hatte und... nun ja, ich schulde ihm was. Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denkt daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen. Jeder Drache, der hierher kommt, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Gut so. Wohl, meine Dame. Ja, danke vielmals. Und ja, wir haben, glaube ich, jetzt einmal alle durch. Es wird ja da wirklich jetzt schon mal Zeit. Da gehen wir das nächste Mal runter. Und mit dem Kotlak reden mein wir auch. Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich. Ja. Müsste hier irgendwo sein. Wer bist denn du? Geht es euch nicht gut, Schätzchen? Ah, dich kennen wir. Ihr seht etwas krank aus. Ein Haufen guter Männer und Frauen, die aber viel zu viel Dreck machen, wenn ihr mich fragt. Okay, gut. Leb wohl, Schätzchen. Gut. Oh, hallo, mein Freund. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Mir sind all meine geistigen Getränke ausgegangen und, wenn ich es mal so sagen darf, Abstinenz ist stark überbewertet. Wir sind hier in einem Dorf voller Säufer. Das finde ich ja wieder mal cool. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher, was wir jetzt da machen sollen. Wir gehen zuerst einmal zum Jarl, okay? Und dann gehen wir wieder hierher. Oder wir schauen einmal raus, ja? Wir schauen noch durchs Dorf.
endlich einmal vielleicht einen Apotheker zu finden. Wir müssen darauf dann und den Schrein haben wir jetzt auch schon. Da ist ja auch eine Wache. Ich weiß, dass euch eure Familienehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht zwei gute Männer anheuern. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach. Holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Okay, das waren wieder mal klare Ansagen. Wartet. Ich... Ja, lauf ihr schnell nach. Alter Ritter des Filzpatschenordens. Okay. Gut, so, wir haben da genug vorerst und laufen da mal rauf. Und besuchen mal den Jarl. Ja, schlafen wir auch nicht. Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ich bin ein Nord wie jeder andere, doch bin ich nicht dumm. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, so wie diese Graumähnen. Was ist der Clan Graumähne? Unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. Es stimmt, dass Wigner Graumähne und seine Familie zu den ältesten und, je nachdem, wen man fragt, angesehensten Clans von Weißlauf zählen. Das streite ich nicht ab. Aber es ist eine Sache, stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere, an der Vergangenheit festzuhängen. Was Sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Erzähl mir etwas über den Clan der Kampfgeborenen. Ist ein legendenhafter Name, von dem die alten Lieder künden und der in den Heldentaten von 100 Generationen zu hören ist. Für den kampfgeborenen Clan brüllen sie in den Methallen. Die Ersten im Kampfgetümmel, die Letzten am Tavernentisch. Wir haben Ehre, Reichtum und Titel ebenfalls. Ja, und dralle Weiber, die euch in einer kalten Nacht in Himmelsrand das Bett wärmen. Wenn das eure Frage nicht beantwortet, schaffen das keine weiteren Worte. Okay, und weshalb die Fehde mit dem Clan der Graumähne? Geld, ihr Dummkopf, was sonst? An allem ist das Geld schuld. Die Graumähnen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir reich. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettlerlumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre. Und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Okidoki, Olfried. Gut so. Passt auf euch auf da draußen. Werden wir machen. Gut so, ja, ein kurzer Überblick über Weißlauf und wir stoßen da jetzt endlich zum Jarl. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Wigner, ja, alter Sack. Wir reden nachher mit dir. Okay, Leute, das war's für dieses Mal und jetzt geht's dann zum Jarl. Versprochen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Euer Toso. Ciao.